Hallo, schön, dass du da bist und ein paar Minuten Zeit mit mir verbringst beim Podcast Pflegeambulant, leichter beraten, verkaufen und führen. Hier ist wieder deine Gastgeberin, Claudia Henrichs, Expertin mit Herz für wirkungsvolle Kommunikation. Herzlich willkommen zur 31. Podcast-Folge. Das können wir zusammen feiern. Jubel, Fanfare, Sektkorken. Ich hätte nie gedacht, dass ich über die ersten geplanten 15 Folgen hinauskomme. Und jetzt ist es so. Und mit dieser 31. Folge beginnt ein neuer Themenbereich. Alles rund um die Dienstbesprechung. In den letzten Wochen hatte ich das Thema schon angekündigt und darum gebeten, mir Themen und Fragen zu stellen. Herzlichen Dank für die ganz vielen Antworten. Ich habe jetzt Ideen für mindestens 30 weitere Folgen. Anders als in der Basisserie zum Thema wirkungsvolle Kundengespräche, in der ich ja die 7 Bausteine besprochen habe, werde ich in dieser Reihe eher Fragen- und Antwort-Sessions machen. Es beginnt bei »Wie starte ich richtig?« über »Wie leite ich eine Dienstbesprechung und welche Struktur und Abläufe sind sinnvoll?« zu »Wie bekomme ich mehr Verantwortungsbewusstsein in mein Team?« und »Wie gehe ich mit unzuverlässigen Mitarbeitenden um?« und bis hin zur Bearbeitung von inhaltlichen Themen wie zum Beispiel »Wie schaffe ich es, dass wir Entscheidungen treffen und alle sich dauerhaft daran halten?« Es wird jedenfalls viele, viele Tipps für die wirkungsvolle Führungskommunikation vor, während und nach Dienstbesprechungen geben. Wenn du jetzt denkst, okay, das war's dann mit dem Podcast für mich, denn ich bin ja keine Leitungskraft, dann lade ich dich umso herzlicher ein, dabei zu bleiben. Wenn du keine Leitungskraft bist, dann bist du ja Teil eines Teams und kannst aus dieser Rolle heraus ebenfalls dazu beitragen, dass eure Dienstbesprechungen lebendig und produktiv bleiben oder werden. Ich freue mich jedenfalls, wenn du dabei bleibst. Mit dem Themenbereich alles rund um die Dienstbesprechung wird sich noch etwas ändern. Es wird kürzere Folgen geben und weniger Text auf meiner Webseite zu den einzelnen Episoden. Oder sogar der Text wird erst später auf der Webseite zu lesen sein. Unter uns, ich war nämlich in einem Dilemma. Noch länger warten, bis ich Zeit genug gefunden hatte, um alles ordentlich zu schreiben oder loslegen, auch ein wenig unperfekt. Und die drängenden Fragen zumindest schon mal im Podcast besprechen. Und wie du merkst, ich habe mich für Letzteres entschieden. Und jetzt geht es los mit der ersten Folge. PA 31 – Wirkungsvolle Teambesprechungen in der ambulanten Pflege. Oder Dienstbesprechungen machen keinen Sinn. Ich habe eine Hörerfrage bekommen, die lautete kurz und knapp, der richtige Start? Diese Frage habe ich zum Anlass genommen, das Thema Dienstbesprechung einmal generell unter die Lupe zu nehmen. Du hörst in dieser Episode meine Antworten auf folgende 5 Fragen. Erstens, wozu ist eine Dienstbesprechung gut? Was soll denn damit erreicht werden? Zweitens, was kostet eine Dienstbesprechung? Drittens, welche Anlässe gibt es, eine Dienstbesprechung durchzuführen? Und wann müssen Informationen über andere Wege vermittelt werden? Und im letzten Punkt verrate ich dir, warum ich ab der nächsten Folge immer das Wort Teambesprechung statt Dienstbesprechung verwende. Was hast du denn davon, wenn du diese Folge bis zum Ende hörst? Nun, du kannst vielleicht schneller entscheiden, ob sich deine nächste Dienstbesprechung wirklich lohnt und hast schon, also wenn du die Entscheidung für Ja getroffen hast, hast du vielleicht auch schon ein paar Ideen, was du anders machen wirst. Bist du dabei? Dann mach es dir jetzt bequem und genieße die Impulseeinheit für deine Ohren. Es sind nie alle da. Das, was wir besprechen, wird eine kurze Zeit lang umgesetzt und dann ist alles wieder wie vorher. Wenn es etwas Neues gibt, ist der Widerstand groß. Das Protokoll wird abgezeichnet, aber nicht gelesen. Kennst du das auch? So oder so ähnlich? Den Spruch
viele gehen rein und nichts kommt raus, bestätigen Untersuchungen zum Thema Meetings und Besprechungen für alle Branchen Deutschlands. 84% der Befragten sagen, dass nur 20% der Meetings produktiv sind. Weniger als 10% der Besprechungsteilnehmer beschreiben sich selbst in einem Meeting als aktiv, interessiert und konstruktiv. Schätzungen sagen, dass in Deutschland 700 bis 800 Milliarden Euro durch ineffiziente Meetings verschwendet werden. Was kostet deine Dienstbesprechung? Ich habe einmal 25 Teilnehmende, Pflegedienstleitung, stellvertretende PDL, Teamleitung, Verwaltungskraft, Pflegefachkräfte, Pflegeassistenten mit einem Durchschnittsstundenlohn von 40 Euro angenommen. Der Arbeitgeberanteil an Sozialversicherungsbeiträgen ist da schon drin. Also mal so mal über den Daumen gerechnet. Das bedeutet 25 Teilnehmende mal 40 Euro Stundenlohn mal 2 Stunden kommt raus 2000 Euro für eine Dienstbesprechung. Ja, und diese 2000 Euro, da ist noch nicht mit einberechnet, dass du ja vielleicht Raummiete bezahlt hast, dass du Getränke besorgt hast, dass es etwas zu essen gegeben hat und, und. Wenn du genau wissen willst, was denn deine Dienstbesprechung kostet, dann lass doch mal bei einer deiner nächsten Dienstbesprechungen den Meeting-Kosten-Timer mitlaufen. Den Link findest du im Bonusmaterial zu dieser Folge auf meiner Webseite. Du stellst es beim Beginn des Meetings ein und wenn die Dienstbesprechung zu Ende ist, drückst du auf Stopp und dann weißt du, was dein Meeting gekostet hat. Das finde ich eine gute Grundüberlegung schon im Vorfeld, um einmal zu gucken, inwieweit ist denn unser Meeting, inwieweit ist denn deine Dienstbesprechung produktiv? Kommt denn da auch das raus, was es denn kostet? Ja, ich weiß, das kann man jetzt nicht so das kann man jetzt nicht auf Heller und Pfennig sagen. Also das hat ja 2000 Euro gekostet und jetzt haben wir eben auch einen Gewinn in Höhe von 2000 Euro. Aber ich denke, das Ziel muss doch sein, dass mehr Besprechungsteilnehmer sagen, hey, ich bin aktiv, interessiert und konstruktiv gewesen. Und auch, dass du sagst, dass nicht nur 20% deiner Meetings produktiv sind, sondern mindestens mal 80%, oder? Okay, was geschieht denn in einer Besprechung? Kurz gesagt, es fließen Informationen mit dem Ziel, dass sich bei den Mitarbeitenden etwas verändern soll, oder? Sie sollen die Informationen, die sie gehört, bekommen haben, in ihrer Arbeit anwenden. Hier einmal ein paar Beispiele. Sie sollen das neue MDA anwenden können. Die Inhalte der neuen Leistungskomplexe von den bisherigen unterscheiden können. Sie sollen nur Leistungen abzeichnen, die auch durchgeführt wurden. Sie sollen die Expertenstandards berücksichtigen, Gefälligkeitsleistungen lassen, Informationen über Veränderungen beim Pflegekunden weitergeben, sich zu einer Fortbildung anmelden und. Es geht also darum, die Informationen, die auf einer Dienstbesprechung fließen, in Handlungen umzusetzen. Und das bedeutet ja, den Kreis der Gewohnheiten verlassen. Und in der Regel kommt da nicht immer Freude auf. Wozu nämlich dieser Energieaufwand? Und das auch noch alle 14 Tage oder einmal im Monat? Lass uns einmal gemeinsam anschauen, was ist denn das übergeordnete Ziel aller deiner Aktivitäten. Also alle Aktivitäten, und dazu gehören auch deine Dienstbesprechungen, dienen dazu, den Zweck des Pflegedienstes zu erfüllen. Und was ist der Zweck? Ja klar, wirst du sagen. Unser Zweck ist, warum gibt es uns eigentlich? Weil es unseren Pflegekunden und deren Angehörigen gelingt, mit unserer Unterstützung lange, sicher und selbstständig ihr Zuhause zu genießen und Pflegekunden und Angehörige ein energievolles Miteinander leben, dabei unterstützen wir sie auch. Simon Sinek, das ist ein amerikanischer Autor, Journalist und Unternehmensberater, ist mit seinem TED-Talk Start
with why, starte mit dem Warum, richtig berühmt geworden. Den Link zum YouTube-Video, zu diesem TED-Talk-YouTube-Video, findest du auch im Bonusmaterial. Worum geht es jetzt in dem Vortrag von Simon Sinek? Stell dir einmal einen kleinen Kreis vor, darum einen größeren Kreis und darum wieder noch einen größeren. Der größte Kreis steht für die meisten Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten. Die erzählen, was die können erzählen, was sie tun. Einige Mitarbeitende, und zwar die aus dem mittleren Kreis, sind schon mal weniger als die aus dem größeren Kreis, können auch erklären, wie sie es tun. Also raus aus der intuitiven Handlung. Sie können erzählen methodisch, wie sie genau arbeiten, welche Struktur sie anwenden, welche Arbeitsabläufe, handlungsleitende Arbeitsabläufe aus dem Qualitätsmanagementbuch sie Schritt für Schritt anwenden. Sie können sagen, was sie tun. Einige Mitarbeitende, und das sind die wenigsten, und zwar die, die in dem kleinsten Kreis sind, nur die können sagen, wozu sie ihre Arbeit tun. Und nur das Wozu, immer vorausgesetzt, deine Mitarbeitenden können sich mit dem Wozu eures Pflegedienstes identifizieren, nur das Wozu spornt Menschen dazu an, mitzumachen, ihre Fähigkeiten für den Zweck, den Sinn eures Pflegedienstes einzusetzen. Warum stelle ich das Wozu an den Beginn der Serie Dienstbesprechungen? Weil ich selbst erlebt habe, dass man sich auf Meetings ganz schnell in Kleinkram, Nebenkriegsschauplätze und individuelle Befindlichkeiten verirren kann. Wenn das geschieht, braucht es aus meiner Sicht immer die Frage, inwieweit dient diese Diskussion jetzt dazu, dass wir unseren Zweck erfüllen? Mein Tipp an dich: Stell doch einmal auf deiner nächsten oder einer der nächsten Dienstbesprechungen die Frage, wozu gibt es uns? Was ist der Sinn und der Zweck unseres Pflegedienstes? Und dann schreib das Ergebnis auf ein großes Blatt, hänge es in euren Flur und bring es zu jeder Dienstbesprechung wieder mit. Bei allem, was ihr in Zukunft auf euren Dienstbesprechungen diskutiert, entscheidet und besprecht, kann dieses Plakat eure Richtschnur sein. Beispiele dafür hörst du in den nächsten Episoden. Und wenn du jetzt denkst, das brauche ich doch nicht, wir haben doch unser Leitbild, dann beantworte mir jetzt bitte die Frage, wie oft ihr im Team dieses Leitbild wahrnehmt, euch darauf bezieht oder die Energie spürt, die es ausstrahlen soll. Es ist ein Unterschied, ob ein Team etwas selbst erarbeitet hat oder ob jemand ein Ergebnis vorgegeben hat. Dazu wirst du auch an anderer Stelle noch oft hören. Wann macht es überhaupt Sinn, eine Dienstbesprechung durchzuführen? Es gibt nur 4 Anlässe für eine Dienstbesprechung. Erstens, Informationen werden beurteilt. Zweitens, Probleme gelöst. Drittens, Konflikte beigelegt. Viertens, das Gruppengefühl gestärkt. Bei jedem der 4 Anlässe geht es am Ende immer darum, eine Entscheidung zu treffen und Maßnahmen zu verabreden. Da es auf einer Dienstbesprechung meistens mehrere Tagesordnungspunkte gibt, kann es bei dem einen Thema darum gehen, Informationen zu beurteilen, bei dem nächsten darum, ein Problem zu lösen und so weiter. Es kann auch vorkommen, dass ein einziges Thema alle 4 Anlässe in sich vereint. Ein Beispiel: Die Information, dass im Schnitt 5-7% des Sachleistungsumsatzes in Form von Gefälligkeitsleistungen erbracht werden, gehört beurteilt und auf eure konkrete Situation bezogen. Es ergibt sich daraus das Problem, dass einige Mitarbeitende aus deinem Team diese Leistungen erbringen und andere nicht. Böse Schwester, gute Schwester ist oft ein Konflikt im Team. Dieses Thema im Rahmen einer Dienstbesprechung zu einer guten Lösung zu bringen, stärkt das Gruppengefühl. Wenn du dir die 4 Anlässe noch einmal auf der Zunge zergehen lässt: Erstens, Informationen beurteilen. Zweitens, Probleme lösen.
Drittens, Konflikte beilegen. Viertens, Gruppengefühl stärken. Dann wird deutlich, dass es sich immer um eine gemeinsame Aktion geht, um Interaktion, um die Beteiligung deines Teams. Wann macht nämlich eine Dienstbesprechung gar keinen Sinn? Eine Dienstbesprechung ist nicht dazu da, um Informationen abzusondern, dem Raum zu übergeben und dann daran zu glauben, alles, was gesagt wurde, ist gehört und verstanden worden, daran zu glauben, dass alle einverstanden sind, alle auch alles behalten werden und selbstverständlich in deinem Sinne umsetzen. Das wird nicht gelingen, wenn du nur Informationen gibst. Vielleicht hast du das selbst auch schon erfahren. Die Fragen, die ich zum Thema Dienstbesprechung bekommen habe, zeigen das sehr deutlich. Hier nur zwei Beispiele. Es werden Leistungen abgezeichnet, die nicht durchgeführt werden, Kompressionsverbände mit einem Wickel durchgeführt, weil die Kundin es so will, und verschiedenes mehr. Die Pflegedienstleitung spricht sowas in jeder Dienstbesprechung an, aber nichts ändert sich. Und das zweite Beispiel, wie vermeide ich Endlosschleifen? Zum Beispiel, bitte Handzeichen machen oder dergleichen. Aber ich möchte doch, dass es gemacht wird, kann es aber selber nicht mehr hören. Diese beiden Beispiele zeigen mir deutlich, dass es ein ganz großes Bedürfnis gibt, Dienstbesprechungen inhaltlich zu verändern, damit eben diese, nämlich die Besprechungen, produktiver, lebendiger werden, konstruktiver werden. Eins ist klar, je höher dein Redeanteil in einer Dienstbesprechung ist, desto eher trägst du dazu bei, dass es ein unproduktives Meeting ist und sich nichts verändert. Wenn es sich um reine Informationen handelt, die keine Veränderung nach sich ziehen soll, dann kopiere von mir aus Papier, leg die Information in die Fächer oder lass es einfach ganz bleiben. Das spart Zeit, die du brauchst, um ein richtig gutes, zielorientiertes, spannendes und energievolles Teammeeting vorbereiten und durchführen zu können. Wenn du ähnliche Beispiele erlebst, wie die beiden, von denen ich dir gerade erzählt habe, dann lass uns gemeinsam die Teambesprechungen verändern. Mein Fazit: Dienstbesprechungen als reine Infoveranstaltungen machen keinen Sinn, interaktive Teambesprechungen schon. Deswegen, weil es um Interaktion geht, weil es um das Team geht, werde ich ab der nächsten Episode nicht mehr von Dienstbesprechungen reden, sondern immer Teambesprechungen sagen. Du kannst das ja für dich entscheiden, ob jetzt das, was ich unter Teambesprechung verstehe, für dich die Dienstbesprechung ist. Wie es dir gelingt, interaktive Teambesprechungen durchzuführen, das hörst du in den nächsten Folgen und ich freue mich, wenn du dann auch wieder dabei bist. Und wie du das schon gewöhnt bist, auch in dieser Folge gibt es einen Action Step, den Handlungsschritt. Ich habe zwei Ideen für dich. Die erste Idee habe ich dir eben schon genannt. Frage dein Team auf einer der nächsten Teambesprechungen, wozu es euch gibt, und halte das Ergebnis auf einem großen Plakat fest. Zweitens, überlege doch bitte einmal für jeden Besprechungspunkt deiner nächsten Teambesprechung, um welchen der vier Anlässe es dabei geht. Hey, du bist ja immer noch da. Wie schön. In der nächsten Episode geht es um die Hörerfrage, wie schaffen wir es, dass die Pflegekräfte mehr Verantwortungsbewusstsein für die gefahrenen Touren zeigen? Die PDL spricht das in jeder Dienstbesprechung an, aber nichts ändert sich. Meine Kollegin verzweifelt schon fast. Ja, und weil ich das gerne verringern will, diese Verzweiflung oder dass sie verschwindet, deswegen nehme ich diese Hörerfrage gleich als nächste Episode. Gut, auch in den letzten Folgen habe ich ja immer mal nach Feedback gefragt und das mache ich heute auch wieder. Bitte sei so lieb und unterstütze mich und unseren Podcast, indem du mir eine Bewertung bei iTunes schreibst. Erstens merke ich dann, dass meine Inhalte für dich hilfreich sind und zweitens, je mehr Bewertungen, desto häufiger werden andere auf meinen Podcast aufmerksam.
Aktuell ist mein Podcast schon 8.825 Mal runtergeladen worden. Das heißt, zu 9.000 fehlen noch genau 105 und 1.105 zu der magischen Zahl 10.000. Aber ich würde mich so freuen, wenn du mir eine Bewertung schreibst und auch andere auf unserem Podcast aufmerksam machst. Aber darüber hinaus ist mir noch wichtiger zu wissen, ob dir die neue Serie Dienst- und Teambesprechungen gefällt. Also ich sage jetzt schon mal danke, 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 danke für deine Unterstützung. Wenn du Fragen oder Themenwünsche rund um die Dienstbesprechung hast, dann beteilige dich an meiner Umfrage. Auch die findest du auf meiner Webseite www.chc-team.com und zwar im Menü Podcast. Und das ist total anonym. Ich kann da nicht erkennen, wer da was geschrieben hat. Und das ist versprochen. Und wenn du zu den einzelnen Episoden in einer geschlossenen Facebook-Gruppe mitdiskutieren möchtest, dann bist du auch in diese Gruppe ganz herzlich eingeladen. Dann guck doch einfach in Facebook unter Pflegeambulant, da findest du meine normale Unternehmensseite und da gibt es den Hinweis auf die geschlossene Facebook-Gruppe. So, jetzt aber Schluss. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du dann auch wieder dabei bist. Bis dahin, mach dir deine Praxis leichter. Tschüss, deine Claudia. Claudia Hinrichs.